Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs. Wie ich ja schon mal angedeutet habe, möchte ich als erstes die CTOS-Türme freischalten. Diese Systeme hier. Und ja, das werden wir jetzt auch tun. Denn wenn wir das haben, sparen wir uns auf jeden Fall schon nachher in späteren Missionen einiges an Arbeit. Und ja, ist bestimmt auch ganz interessant mal anzusehen, wie das so funktioniert. Boah, ja, das war ganz schön hoch. So, und dann sind wir ja schon fast da. Ich weiß, das sage ich immer, obwohl es immer noch so knapp 10 Kilometer oder sowas sind, aber egal, knapp da. Sind schon knapp da. Eine Riesenbrücke. Weit können wir diese Riesenbrücke nicht ja, hacken, dass sie hochgeht. Aber ist ja auch nicht so schlimm. So, dann wollen wir mal da lang. Nächste Abzweigung rechts und dann sind wir auch schon wirklich fast da. Jetzt dürfen wir dann gleich wieder in ein CTOS-System eindringen. Ich weiß nur noch nicht genau aus welcher Richtung. Genau hier. Aus der Richtung hier gehen wir rein. Weil wir brauchen ja auch niemanden töten oder verletzen oder sonst was. Wir brauchen bloß eine Kamera. Hier ist Sperrgebiet. Glaubst du, ich stehe hier zum Spaß? Ja, klar. Okay, okay, keine Panik. Das muss man doch entschärfen können. Ich brauche eine Kamera. Ist ja keine Kamera, ey. Ey, ey, ey. Ich bin's doch nicht, tut mir leid. Der kann Verstärkung rufen, aber ich brauche immer noch eine Kamera, das kann ja nicht sein. Ach komm, wir gehen da jetzt volle Pulle rein. Klappt schon. Fuck, nein! Meine Ladung geht gleich hoch. Komm. So, der Zugangscode ist mein. Und tschüss. So. Dann halt so, ne? Wenn es anders nicht funktioniert. Oder wenn es anders zu lange dauert. Gut, dann dürfen wir wieder hacken. Hacken, hacken. Ja, wir brauchen noch einen von unten. Das heißt, wir müssen einmal so lang drehen. So, dann kriegen wir den... Naja, so rum kriegen wir den raus. Und so rum... kriegen wir dann den. So, dann gucken wir uns wieder ein paar lustige Videos an. Ja, der züchtet da Drogen. Irgendwas. Wahnsinn, das CTOS nimmt tatsächlich jede Minute auf. Und die Bürger haben keine Ahnung. Ja, das ist schon heftig. So, nächstes.
City Citizen OS. Center. Okay, also los jetzt. Ihr könnt das, Jungs. Soll das ein Witz sein? $10 Millionen pro Jahr und ihr könnt keinen beschissenen Ball fangen? Hängt euch auf, ihr elenden Versager. Hihi. Immer diese Sportleute, die sich aufregen können. Auf die Kamera geklatscht. So, das CTOS-System ist gehackt. Das ist unser. Wir haben einen Skillpunkt erhalten, aber den vergeben wir erst später. Ich weiß nämlich noch nicht für was. Und wir suchen uns jetzt das nächste System, das ist hier. Ne? Da. Ne? Hier. Da. Genau. Gut, da fahren wir jetzt auf. Und auf geht's. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das Auto. Das sieht doch gut aus. Gehst du da jetzt rein? Okay. So. Gib wenig mehr her als das andere. Außer ich mach's wieder kaputt. In den S-Punkten. Miau, voller Wurm. Ampeln. Schon. Und mit Handbremse voll rum. Miau. So, noch 1,8 Kilometer. Man könnte jetzt natürlich auch die Geschwindigkeit ausrechnen, die man hier fahren kann. Die als digitale Trips bekannten, bewusstseinsverändernden Erfahrungen breiten sich aus. Sie sollen die Wahrnehmung der Umwelt erheblich verändern. Zurzeit sind sie noch legal, aber das wird sich sicher bald ändern. Die Behörden der Stadt untersuchen das Phänomen und können schon bald einen Verbotsantrag stellen. Wir können es nämlich ausrechnen mit Meter pro Sekunde und ja, das dann halt umrechnen auf Kilometer. Aber ich glaube, so viel Spaß hat jetzt glaube ich keinen. So viel Langeweile. So. Dann wollen wir doch da mal rein. Ist da jetzt eine Kamera? Okay, aber meiner Meinung nach. Wieso gibt's denn da immer keine Kameras? Moment mal, was war das? Oh, da ist eine. Ach, da ist eine Kamera. Ich hab eine gefunden. So, dann gehen wir zu der. Müssen wir bloß noch einen finden, der den hat. Nee. Brauchen wir mal die Kamera. Hat eine Affäre, was die alles haben, ey. Kann Verstärkung rufen.
Das ist der Jugendgruppenführer. Schauen wir mal da hinten. Serverraumzugang. So, wo sitzt der Serverraum? Ist da vorne irgendwo, glaube ich. Ne, da unten. Okay, gibt es irgendwo eine Kamera, die da nach unten zeigt? Sieht irgendwie nicht so aus. Da müssen wir uns eine suchen. Ablenken. Kamera, da ist eine. Da unten. Ein bisschen tief. Da ist noch eine. Nehmen wir mal die Kamera. Sieht doch ganz gut aus. Dann nehmen wir die Laptop-Kamera und dann sind wir auch nicht drin. Fuck. Kommen wir nicht hin. Jetzt kommen wir auch nicht mehr zurück. Scheiße. Noch einmal raus hier. Kann Verstärkung rufen hier. Bist du taub? Hau ab! Nein. Verschwinde hier. Oh, das war knapp. Warte, das kam von da drüben. Fast hätte er uns gesehen. Okay, da müssen wir halt rein. Nicht so schnell! Der war überrascht, der hat es nicht gemerkt. Pass auf, Mann. Deine Mutter ist so dumm, die wirft einen Stein auf den Boden und trifft. Echt schlecht. Das war der falsche Knopf. War doch dann wahrscheinlich ein bisschen arg weit weg. Ha, Treffer! Und noch einer. Sei vorsichtig! Such in die Richtung. So, das war's. Dann gehen wir rein und hacken das Mistding. Hätten wir überhaupt was sehen können? Nee. Scheiß Kamera, scheiß Fässer hier. Oh, jetzt wird's gehen. Ha. So eine Scheiße. Okay, dann drehen wir mal das
da dahin, das auf. So, dann kriegen wir das da auf. Das war ja leicht. Das sind Blooms Überwachungsfilme. Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? So, aber die restlichen Videos schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss!